So, der Marc von Binnenstiel-Wien hier, hallo, grüß euch, und die Sophie ist bei mir, grüß dich Sophie. Hallo. Die Sophie ist von ganz weit hergekommen, nämlich gefühlte 500 Meter Luftlinie. Die wohnt nämlich quasi um die Ecke von unserem Studio. Was gut ist, weil wenn du ein Problem hast, kannst du quasi wieder herkommen. In Nachthemd vorbei. Ja. Gut, wir machen ein Conch-Piercing. Zeig das nochmal kurz am Ohr. Also das meine ich als Conch. Das ist das Helix, ja. Das ist das Conch. Ja. Das willst du. Ja. Und du willst jetzt eher keine Ringe, zumindest momentan nicht. Ja, momentan noch. Aber möchtest die Option trotzdem haben, genau, dass wir am Rand bleiben. Und dann machen wir das mal so. Piercing sonst? Zweite Ohrlöcher auf beiden Seiten. Aber geschossen? Geschossen, wie jubiliert. Sei froh, wenn sie sich nie entzünden. Ja. Wir wissen nicht, wie viele Mails ich kriege und Nachrichten mit Fotos von geschossenen und ständig entzündeten Ohren. Das ist eine Katastrophe. Sie waren zwar nicht, sie sind ziemlich schnell abgeheilt, ich habe unempfindliche Ohren, aber es ist verschieden hoch, beide. Weil ich habe das nicht am gleichen Tag machen lassen. Das ist ja egal, aber wenn du es ein Jahr später machst, da findet man einen Messschieber und dann misst man das aus. Dann sieht man das und dann macht ja, man das an. Nicht, aber welches Ohr machen wir jetzt? Links, oder? Links. Okay, dann darfst du dich mal drauflegen. So, die nächsten drei Wochen ist verboten. Dampfbad, Sauna, Solarium. Okay. Gut, bei der Hitze, weil Simon da ist gerade, geht da eh keiner rein. zumindest glaube ich das nicht. Und schwimmen gehen darfst du im Meerwasser sofort, also untertauchen. Okay. Schwimmen gehen darfst du überall. Ja. Im Meerwasser darfst du untertauchen, in Seen und Flüssen nach einer Woche und in Pools bitte drei Wochen nicht. Okay, kein Problem. Ich bin jetzt im Urlaub in Kroatien. Am Meer, perfekt. Ja. Ja, dann hupfst du da rein. Meerwasser fördert die Heilung sehr gut. So. Und wann fährst du? Wir fahren am 18. Das sind noch 10 Tage. Genau. Dann ist schon mal eine gute Heilung soweit vorzogen. Dann klappt das sicher gut. Cool. Und was machst du? Bist du Schülerin? Oder? Ich bin Schülerin, ja. Wo? Musikgymnasium. Aber es ist nicht auch noch im 7. Bezirk, oder? In der Neustiftgasse, ja. Auch noch. Dass du bist. Das siebte ist sehr vielfältig. Ja? Was brauchst du? Ich brauche zwei Sprays. Zwei Sprays, okay. Bitte. Bitte, danke. Ja, natürlich. Ja. So. Dankeschön. Zwei Sprays, zwei G, bitte sehr. So, Glitzersteine wolltest du nicht, oder? Nein, nur eine kleine goldene Kugel. Gold am Anfang nicht. Es geht Titan. Ja. Also Silberfarben. Also ich meine, ich kenne echt, also gibt es auch so gefärbtes. Am Anfang gibt es nur eben Titan. Schlicht. Okay, gut. Ja? Dann auch. Nichts anderes. Also ist ja so. Dann vielleicht doch ein kleiner Glitzerstein. Mhm. Finde ich auch. Ja. In weiß, in rosa oder hellblau? In weiß. In weiß. Ich tue mal die Kamera einen Tick weiter weg, sonst sieht man mich gar nicht mehr. So, gut. Dann machen wir das so. Ja, der siebte ist. Da haben wir alles, was man braucht. Ne? Braucht man gar nicht mehr irgendwo in einen anderen Bezirk gehen, wenn wir im siebten wohnen. Ja. Piercer, Gymnasium und wohnt dort. Ne? Schick das ist. So. Und welches, welche Klasse bist du da? In der vierten. Also ich komme jetzt in die fünfte. Fünf hast du, genau, oder? Nee, sechs. Wie viele Klassen habt ihr in Österreich? Wir haben in Österreich acht Klassen. Ihr zählt ja immer einer, dass wir, ja. Genau, und ich bin jetzt in der fünften, das heißt, ich komme jetzt in die neunte. Okay. So. Und bist du gut in der Schule? Dieses Jahr war ich gut. Letztes Jahr war ich auch gut. Und vorletzte, in der zweiten Klasse, also in der siebten Klasse war ich nicht so gut. Weil jetzt habe ich mit ausgezeichnetem Erfolg. Na, das ist ja ungewöhnlich, ein Streber. Was machst du? Musst du auch Musik machen? Oder? Das ist, Musik ist ein Hauptfach für uns. Das heißt, aber singen oder alles? Oder? Singen, das heißt, das ist so, nicht singen im Sinne von, wir singen Lieder, sondern so, das sind so Übungen, da tut man das Gehör stärken. Mhm. Und Rhythmus machen und zum Beispiel, er spielt eine Melodie im Klavier und wir müssen die aufschreiben. Also kriegen wir Stimmgabel, das hat immer eine Note und dafür suchen wir dann den Ton und dann schreiben wir alles auf. Okay. Und das ist dann Schularbeit so. Also dann ist noch so Rhythmusübungen. Ja. Magst du gerne Musik dann nehmen, ne? Ja. Also ich mache es auf jeden Fall Spaß, aber ich habe an sich nicht vor, Musik zu studieren. Das nicht? Nein, ich will studieren. Okay. Na gut. Da kannst du ja auch an manchen geigen, ja? Also das passt ja ganz gut. So. Guck dir das mal an. Ja, das passt. Ist okay so? Gut. Also da kannst du dann, wie gesagt, auch Ringe reintun, Stecker, alles. Wir könnten es auch überlegen, ob wir es einen Tick tiefer machen in diese kleine Falte rein. Das musst du, ich kann das... Ich glaube, weiter oben finde ich schöner.
Okay, dann lassen wir es so. Gut. Dann habe ich einen kleinen weißen Stein geholt für dich. Besprochen haben wir, wo es ist. Eingeteilt haben wir es auch. Dann können wir eigentlich schon loslegen. Okay. Wenn du keine Fragen mehr hast vorher. Keine Fragen. Gut, dann nehmen wir eine Sterilrad. Dann stecken wir das Ganze. Und wenn du in 10 Tagen in Kroatien bist, wie gesagt, dann gehst du ruhig ins Meer damit. Mach bitte Folgendes, wenn du im Meer warst, dusch dich kurz mit der Frischwasserdusche ab und sprüh da vielleicht ein paar Sprühe pronto den Spray drauf. Okay. Weil natürlich immer, wenn du Salzreste dran hast, das ist nicht unbedingt optimal. Ja. Also es ist immer ganz gut, wenn man Salzwasser runterwäscht. Ja. Wenn es nicht geht, dann vergisst das auch nicht schlimm. Aber generell versuch, wenn du aus dem Meer kommst, kurz einmal Dusche drüber und fertig. Ja. Gut. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln kontrollieren. Okay. Dann können wir eine goldene Kugel drauf machen oder einen ganzen goldenen Stecker eben. In Echtgold, in vergoldet, in was du möchtest. Oder ist das doch ein Ring, probieren einen goldenen Kamera drauf. Kann ich alleine kommen oder muss dann die Mama wieder mitkommen? Nein, die Mama muss dann nicht mitkommen. Okay. Also für alles, wo du dich nicht stechen lässt, darfst du allein kommen. Okay. Du dürftest sogar gewisse Piercings ohne Eltern ab 14. Wirklich? Ja? Das wusste ich nicht. Lippenband, okay. Zungenband, Nasenpiercing, Stecker und die Ohrläppchen bis zum Dritten. Okay. Das ist eine Regelung im Bundesgesetzblatt. Da darf man das, aber es ist immer besser, wenn man die Mütter fragt. Ja. Die Eltern. Man kennt schon immer wieder Kunden, die kamen her, haben das gemacht und dann kamen sie am nächsten Tag mit der Mutter da und hat die Mutter gesagt, so, das muss jetzt alles raus, dann musst du auch alles selber zahlen. Oh. Und dann war es für mich natürlich teurer Spaß für einen Tag. Ja. Ja? Also es lohnt sich nicht. Aber generell dürfte man ein paar Sachen so machen. Wenn dich das mit den Ohrlöchern irgendwie fuchst, nervt, das kann man auch korrigieren. Gell? Also wenn du zum Beispiel sagst, das ist E1 vielleicht immer entzündet oder ab und zu beleidigt und dir gefällt der Abstand nicht, dann einfach raustun, zuwachsen lassen und wir stechen es neu. Ja, aber ich glaube, das ist schon zu abgeheilt, weil ich habe den im Februar machen lassen. Das ist da. Man kann okay, das nächste zu in 3 Wochen das Loch zu. Aber an sich, das sind sie nicht entzündet, das stört mich eh nicht so. Weil man sieht es nicht von vorne, ich sehe es nur, ich weiß es und dann sehe ich es halt auch. Kommt man da rüber dann? Na gut, ich meine, es ist jetzt nicht tragisch, aber man sieht es, wie du sagst, man merkt es. Aber wenn es dich nicht stört und dich niemand blöd anspricht in der Schule ja. Und du deswegen noch die richtigen Tonleitern triffst, dann ist ja. So. Instrument musst du da auch spielen? Ja, ich spiele Klavier. Das ist eher das Schönste. Klavier und Gitarre. Aber das ist ja nicht so. Also dieses normale Gedudel auf der Gitarre, da kannst du nein, schon auch mit auch mit Stücken. Es gibt schon ziemlich, so spanische Gitarre klingt ziemlich cool. Das mag mit dem Rhythmus, ja, ich kann es leider nicht, also beziehungsweise ich lerne mir zwar Rhythmus, aber das ist, hat so viel mit Training zu tun und ich spiele ja eigentlich Klavier. Deswegen. Natürlich ist schön, habe ich auch mal gelernt, aber leider alles wieder verlernt. Das würde ich sagen, wenn du dann 10, 15 Jahre nicht spielst. Aber wenn man da ein bisschen Tonleitern spielt im Klavier, dann hat man das schnell wieder oben. Meinst du? Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich muss mich mal wieder motivieren, mal einen Klavierlehrer nehmen, sagen so, komm zurück hinaus, dann hast du Klavier daheim stehen und kannst nicht spielen. Der Schande fragt immer, spielst du? Na, ich komme. Naja, gut, aber ich lasse spielen jetzt ab jetzt. Ja. Ich spiele immer selber, wenn das jetzt in Zukunft immer einen Pianisten kommt, wenn ich ein Abendessen habe und dann sollte immer was klimpern. Das ist auch schön. So. Das ist sehr hübsch. Gefällt es dir, Sophie? Ja, sehr hübsch. Das tat gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Du hast jetzt eine wichtige Aufgabe in deiner Schule, weil du bist ja quasi für mich im Einzugsgebiet. Ja. Du musst natürlich das jetzt auch promoten. Ja. Ja. Also es will ein Mädchen aus meiner Klasse will sich ernst machen. Auch in Helix stecken lassen. Zu uns kommen eh so viele. Also das ist eh spannend, weil wenn man sich mit Freunden umhört, du hörst früher oder später immer unseren Namen. Also das geht ganz schnell meistens. Aber wie gesagt, jetzt kannst du ja dem Musikgymnasium mal die Tonleitern zu mir legen, okay? Gut. In diesem Sinn wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Piercing. Wir gehen noch die Pflege kurz durch. Du nimmst bitte Borderline Spray und Gel. Das ist das hier. Spray Gel. Das bitte verwenden. Die Pflegeleitung kriegst du von mir schriftlich mit. Ich erkläre kurz, was du machen sollst. Erster Schritt ist, du tust die Hände waschen und desinfizieren. Wenn die Hände sauber desinfiziert sind, nimmst du dir den Pontolin-Spray und sprühst dir 2 Sprühe vorne und hinten aufs Ohr drauf. Den Spray lassen wir 30-40 Sekunden einwirken. Das braucht er, um antibakteriell zu wirken. Wenn er eingewirkt ist, nimmst du die Küchenrolle, die machst du feucht und putzt vorne das Piercing und auch hinten das Piercing putzen. Mit der Küchenrolle, weil sie nicht fusselt. Wattestäbchen, also, okay. Das können fusseln, ja. Das bitte nicht nehmen. Okay. Dann nimmst du das Pondolin Gel, da reicht ein Tropfen, nicht wenig, auf den Finger geben, vorne hinten auftupfen, Piercing bewegen und du bist fertig. Okay. Wir machen das 3 Wochen lang 2-mal am Tag, dann 3 Wochen 1-mal am Tag okay. Und in 6 Wochen bist du über mir. Okay. Und im Urlaub, wie gesagt, in Kroatien, wenn du aus dem Wasser kommst, Süßwasserdusche
und einfach ein Sprüher drauf. Lange färben sechs Wochen nicht. Achso, ja, ja, das tue ich jetzt eh nicht mehr. Ich habe so oft gefärbt dieses Jahr. Gut. Okay. Noch Fragen? Nein, das war's. Gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Kommen wir zurück und wir sehen uns in sechs Wochen wieder. Ja, sechs Wochen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Filmen. In diesem Sinne, tschüss, Baba.